So, das ist jetzt der Kühlschrank von hinten. Ich habe jetzt mal das Kältemittel rausgesaugt. So, mich interessiert jetzt, ja, was ist hier los? Was ist hier los, liebe Kinder? Warum kühlt der Kühlschrank? Ich habe jetzt eine Stunde angehabt, habe noch mal geguckt, sieht man sofort hier. Ah, komm schon. Hier. 6,9. Hier, nix. Keine Chance. Und das ist jetzt hier in der Halle 18 Grad. Hier ist nichts. Und das ist doch ein Kreislauf. Das Kältemittel geht von hier aus hier rein. Ich habe jetzt ausgemacht. So, ich möchte jetzt mal schauen. Ah, das, weißt du, so als Techniker, das wurmt ein, ne? Das wurmt ein. Was ist hier los? Ich muss mal gucken, ob man dem nicht auf die Sprünge helfen kann. Wenn nicht, geht das sowieso Dings. So, das ist der Kompressor, der drin war. Müsste so BD35 sein. Das ist aber hier so ein China-Kompressor. Ich weiß es nicht. Also ist kein Danfoss oder so. Ne? Das ist so. Den habe ich jetzt rausgenommen, um erstmal zu gucken, was ist genau hier los? Was ist genau hier los? Ich kann es einfach nicht sagen. Mich interessiert das aber. Ich muss mal schauen, ob ich hier einen anderen Kompressor reinbekomme. Das ist nicht so einfach, ne? So, die Steuerung habe ich hier. Mal gucken. Dann habe ich hier, dann habe ich hier, dann habe ich hier. Und dann muss jetzt alles wieder neu gefüllt werden. Ich würde kein R134A mehr einfüllen. Ich nehme einen Kompressor für R290. Dann möchte ich mal gucken, ob man das Scheißding wieder zum Kühlen kriegt. Da muss ich mal diese Woche gucken, wie meine Zeit ist. Ne? Ich habe ja nicht hier unendlich Zeit. Ne? Aber das geht mir nichts. Kannst du nicht verkaufen, dass der Kühlschrank nicht kühlt. Geht doch gar nicht. Das sage ich gerade. Ich stehe so, ne? Ich stehe hier so. Da sage ich so zum Stefan. Ich sage, da verstehe ich nicht, was der kühlt einfach nicht. Ne? Lass die Scheiße stehen, mach da keinen Schlau. Ist einfach eine Scheißkonstruktion. Da dreht er sich um und geht. Na gut, die Konstruktion ist für einen Arsch. Das mache ich jetzt mal anders. Mich würde mal interessieren, ob man da Leistung rauskriegt. Aber ich habe keinen Platz. Müsste ich mal gucken, ne? Das Blech verbiegen, muss ich ja nicht verkaufen. Ich möchte ja wissen, warum der nicht kühlt. Ich möchte ja ganz einfach nur wissen, warum kühlt der Kühlschrank nicht. So, muss alles verlöten. Und ja, das ist nicht so einfach. Da muss jetzt alles sauber geschnitten werden. Und ich bin immer froh, dass ich Kälte machen darf. Darf. Laut Gesetzgeber. Ne? Sonst würde ich das nie vor der Kamera zeigen. Dann käme ich ja in Teufels Küche. Dann kriege ich eine Anzeige, dann kann ich ja in den Knast gehen. So, gut. Ich werde da mal schauen und wir werden euch mal irgendwann die Tage mal drüber berichten. Liebe Camper, den Kühlschrank hatte ich in der Wärmekammer. Ja, da ist wohl irgendwas mit den Temperaturen schief gegangen. Aber gut, ich weiß es nicht. Machen wir neu, läuft alles. Ich brauche nichts. Ja, siehst du, der ist schon wieder aus. Warum? Weil ich fordere wie ein Weltmeister. Egal, schaut mal. -12,6 im Kühlschrank an der Verdampferplatte. -27,4. Ich habe gestern gehabt -35 Grad. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn da im Kühlschrank? 1,7 Grad. Das ist gut, ne? So. Und hier habe ich. Oh, jetzt ist der Fühler ab, jetzt kann er auch ableiben. Wir sind ja auch fertig. Jetzt kann er auch ableiben. So, und der ist noch dran am Kühlschrank, musste ich Isolierband dran machen, weil ich nicht diese Gerippe, die da drin sind, hier, die, das macht man nicht mehr. Guck mal, hier, Eis hängt da dran. Guck mal, diese Gerippe, das ist, wenn du, ab, muss der lange aufstehen, müsst ihr aufpassen, muss der lange aufstehen, der Kühlschrank. So, muss ich schon mal mein Frühstück, Knoppers. So, jetzt, können wir den auch eigentlich ausschalten. Ihr seht ja, was der Kühlschrank macht. So, jetzt ist es so. Jetzt ist es ganz einfach so. Ich habe den Kühlschrank komplett umgebaut. Na, tu mal mein Essen hier weg. Esse ich gleich. So, meine Schlüssel auch weg. So,
So, der Kühlschrank geht im Schredder. Bitte nicht anrufen, reparier meinen Kühlschrank. Der geht im Schredder. Ich erkläre warum. So, das können wir mal biegen, siehst du? Ich wollte nur zeigen, was machbar ist. Der Kompressor ist mega, mega, mega schwach. Jetzt habe ich hier eingebaut von mir einen Seekop BD80 CN. Das ist der Kompressor für das Kältemittel R290. Darum komme ich auch auf minus 35 Grad. Dieser Kompressor war vorher hier drin. Ja. Dann war dieses Gitter, wisst ihr, wie war das? Irgendwie so rum, ne? Hier war das Gitter vor, so. Hier saß der Ventilator, der hier liegt. Und dann war hier diese Hightech-Haube, war dann hier so drüber. Kennt ihr ja beim Dometic so. Das habe ich alles entfernt. Habe ich alles hier, alles abgebaut. Jetzt müsste hier noch einen größeren Kondensator hin. Doppelt so dick. Der kühlt. Habt ihr gesehen? 1 Grad im Kühlschrank. So. Ich glaube, die haben sich da auch ganz schön verrechnet mit ihrem Kompressor, dass da der Hauptursache liegt. Also die diesen Dometic haben, könnten den ja rein rechnerisch alle umbauen. Aber ich nicht. Das nächste ist, da habe ich auch jetzt wieder in den Kommentaren, hat einer geschrieben, ja, er hat einen Haushaltskühlschrank, ich weiß auch, wo er ihn her hat, weil da kosten die Kühlschränke nichts. Da wird auch auf der Homepage gesagt, Dometic ist teuer, Tedford ist teuer, meiner müsste auch noch da demnächst rein und meiner kostet 850 Euro. Kauft euch doch für 850 Euro. Kauft und macht das doch. Das ist. Aber die Kommentare sind echt, ich habe es gesehen bei meinem Kollegen, ne? Die Kommentare sagt jeder, die Leute haben einen an die Waffel. Jo, da habe ich gesagt, Ampere anstatt Amperestunden. Oh, mein Kind, das was sind das nur für Typen. Egal, man darf. Wenn man sich, ich muss mir mal vorstellen, da werden Kühlschränke vom Bohmann gekauft bei eBay für 200 Euro, dann baut man einen Kompressor ein für 100 Euro, dann ist man auf 300 oder 400 Euro und dann verkauft man den für 650 Euro. Mit so einer Marge geht jede Firma pleite, auch Dometic kann keinen Kühlschrank für so ein Apfel und Ei. Sicher sind die Kühlschränke recht teuer, aber die Entwicklung und was geboten wird und was die machen, das kostet alles Geld. Und ist einfach so. So, dieser Kühlschrank kühlt jetzt wie verrückt. Das ist ja der Kühlschrank aus dem Raum. Der hat im Kühlschrank, das war ja schon peinlich, im Gefrierfach ja, aber im Kühlschrank nein. Jetzt habe ich den ganzen Kühlschrank auseinandergenommen. Ich habe alles getestet. Ich habe dann Stickstoff draufgegeben. Ich wollte wissen, ist das Kapillarrohr alles in Ordnung? Aber ich hatte ja im Froster, hatte ich ja Kälte. Ja, aber ihr habt doch gesehen, jetzt sage ich, der Kühlschrank hat doch nur 23 Amperestunden verbraucht. 23, die anderen 40, meiner fast 50. Da habt ihr doch gesehen, dass was faul ist. So, jetzt habe ich den umgebaut, seht mal. Ist alles original. Du steuerst den ganzen, das hätte ich nicht machen brauchen, ich hätte die auch nehmen können. Ne? Seht ihr ja, Vaeco, die gehört ja zu dem Kompressor, Vaeco. Aber der hätte auch mit der gelaufen, habe ich gestern schon getestet. So, jetzt habe ich den umgebaut. Das habe ich auch gut im Griff, Schweißgerät, zack, rausgetrennt, neu eingebaut, Clipser alle wieder drauf. Elektrik brauchte ich ja nicht machen, weil das ist alles original geblieben. So, Kühlschrank angemacht, geht richtig, richtig gut. So, und den jetzt wieder da rein zu tun unter Wärmetest, mache ich nicht. Wisst ihr, was die Tests hier kosten? Das kostet auch irgendwo Geld. Na? Ihr müsst mit euren Scheiß glücklich werden und wir haben niemals in einem Test gesagt, schlecht, gut, taucht nichts, das ist das Beste, haben wir nie gesagt. Haben wir nie gesagt. Das ist ein Test, was ist machbar im Reisemobil. Wir hier bei WCS haben uns das angenommen, diese Kühlen im Reisemobil ist seit 20 Jahren ein Problem, weil die Autos sich so aufheizen. Gar kein Einbauer, alle Einbauer, alle da draußen, hat gar keinen interessiert. Jetzt werden sie so ein bisschen wach und da machen sie ein bisschen und nehmen einen Kompressor, Kühlschrank, vorher haben sie Gas eingebaut, weil sie uns auf die Finger schauen. Ja, ja, der macht das so, dann ist besser, ich mach das auch, weil der verkauft ja so viel. Aber das hat euch doch früher auch nicht interessiert. Das hat doch keinen interessiert. Kein in der Branche hat das interessiert, das Kühlen in einem Reisemobil. Keinem. Mich hat das immer interessiert. Und
Wir hatten ein Händler hatte mir eine WhatsApp geschrieben, der war am ersten Wochenende, den Sonntag, war der auf dem Caravansalon. Da hatten wir doch so heiß, wirklich heiß. Der ist im Wohnmobil gekommen, hatte 44 Grad. Die Karre hat sich sowas von aufgeheizt, das ist normal, Spanien, Kroatien, Portugal, egal. Hör mal, sagte du, lecko funny, sagte, ich habe minus 20 im Frostor gehabt, der marschiert. Es ist ja anders entwickelt, ja. Dann kann ich auch so ein Billigding da mir zusammenzaubern, ja. Und wenn eine Firma mit einer Marge von 200 Euro oder 300 Euro klarkommt, das geht nicht in einem hochmodernen Betrieb. Schau mal die Löhne an. Ne? Da basteln da drei Leute dran rum und füllen dann teilweise noch die Kühlschränke mit R134A, was mich gar nicht stören soll. Ich gehöre nicht zu den Leuten, wie hier anscheißen, Bundesnetzagentur. Das interessiert mich. Die können da einfüllen, was sie wollen. Aber ein haushaltsdesignter Kühlschrank, der einen Kompressor drin hat, R600A, der wird ausgebaut, dann wird ein neuer Kompressor eingebaut und gefüllt mit R134A. Und das ist strengstens verboten. Das ist strengstens verboten, weil das R134A gar nicht mehr in einem Haushaltskühlschrank rein darf. Die Haushaltskühlschränke haben das Kältemittel R600A oder auch weitgeläufig R290. Ich habe jetzt hier R290 drin und der marschiert. Habt ihr doch gesehen. Ich habe es doch da gezeigt. Na, wir können noch mal reingucken. Sonst ist ja Montag wieder manipuliert, Pascal, weißt du doch. Ja, ich habe es doch gezeigt. So, was hat er denn noch? Oh, der hat noch minus 21. Der Kühlschrank ist ja aus. Aber guck mal, ist da noch der Eisbrocken da drauf. Hier, minus 21 legen wir mal hier hin. 1,9, das ist klar. So, legen wir auch mal hier hin. Der hat vorher nicht gekühlt. Der hat vorher nicht gekühlt. Ich kann sowas umbauen. Ich baue jede Klimaanlage, ich baue jeden Kühlschrank um. Das seht ihr ja hier. Sag mal, spitze gemacht, original. Hm. Gut, das hätte man auch, diese Box hätte man schön hier nebenhängen können. Gut, das hat der Hersteller gemacht. Das ist alles nicht von mir hier, der Scheiß. Das ist alles so gewesen. Gut. Es soll mich alles auch nicht stören oder schlecht, das will ich gar nicht. Ich habe hier den Kompressor gestern eingebaut. Ich habe es verschweißt, also hart gelötet. Weichlöten geht nicht, auf gar keinen Fall. Das hält nicht lange. Den Kühlschrank evakuiert gestern, die Pumpe dran. Vorher habe ich eine Stunde Stickstoff drauf gehabt. Bei diesem Kältemittel ist ein Kohlewasserstoff, wäre nicht schlimm, kann ruhig in eine Atmosphäre entweichen. Kannst du das Ventil gleich so abmachen, pst, lässt du hier rein. Darfst du beim R134A, R407C und wie die alle heißen, 413, darfst du das auf keinen Fall, auf gar keinen Fall. Bei diesem Kältemittel Isobutan. Oder es gibt so viele, viele Möglichkeiten. Ne? Ja, der ist umgebaut, kühlt. So, und von diesem Kühlschrank, da fahren bestimmt 1000 Stück rum. Aber mit dem falschen Kompressor. Mit dem falschen Kondensator. Guck mal, der beschlägt jetzt. Jetzt haben wir nur noch minus 17,9. Siehst du, von 1,3 auf 2,7. So, und nicht böse sein, ich kann so etwas nicht verkaufen. Ja, das habe ich ja vom Götz und nein, ja, ist kaputt, aber das hast du mir doch gegeben. Nein, wird nur diskutiert. Ja, erstens mal müsste der Kühlschrank neue Schilder haben. Der Kühlschrank müsste neue Schilder haben, dass er jetzt einen R290-Kompressor hat. Ja? Diese Türen legen wir meistens weg. Das machen die Jungs, die kleben die ab. Die Steuerung nehme ich dann heute raus. Die lege ich mir mal als Ersatz. Boah, kommt hier eine Kälte raus. So, und dann geht der Kühlschrank heute Mittag in den Container. Bzzzt, Schredder. Die geht doch nämlich auch raus. Was soll ich damit machen? Sag mal, was soll ich, Pascal, soll ich den verkaufen? Nein. Guck mal, hier ist die Folie noch drauf. Der war ja noch, ist ja noch nicht alt. Guck mal hier. Guck mal, oh, guck mal, wie die glänzt. Ne, lass ich mal drauf. Ich pack die dann bei uns haben wir so ein Regal oben, alles mit Ersatzteil. Oben steht eine ganze Reihe EBLs, alles. Kann man nicht verkaufen, weil keiner ehrlich mit sie ist. Da ist irgendwas, ja, aber hast du doch, und da war früher, und nein, gibt es nicht. Dieser Kühlschrank geht ganz einfach im Schredder. Das macht man nicht. Diese Solarmodule damals sind auch alle im Schredder gegangen. Ne? Wir hatten ja auch den Gerichtsprozess da gewonnen gegen die Firma, die uns da diese Module verkauft hat, die fehlerhaft waren. Und danach verkaufe ich die. Und der ruft mich an, ja, die gehen ja nicht. Aber ich habe ja, ist ja nicht schlimm, wenn die nicht gehen, aber wir würden die trotzdem gerne haben. Nein, Schredder. Und nicht anrufen, ich baue keinen Kühlschrank um. Ich habe nur gezeigt, was ist machbar.
Ich kriege jeden Kühlschrank zum Kühlen, zum richtig Kühlen, jeden. So, ihr seht, wie sauber ich den umgebaut habe. Den habe ich pickfein umgebaut, wirklich pickfein. Gut, hier hätte man jetzt einen größeren nehmen können. Jetzt muss man später, wenn man den im Auto baut, würde ich hier unten einen Schlauch dran machen. So würde ich es machen, weil das war ja schon das Verhängnis hier mit diesem Plastik, was immer eingedrückt war. Ja, und dann treffen sich die Ansaugluft und die Ausblasluft. Das kannst du alles vergessen. Kannst du alles vergessen. So, ihr habt gesehen, dieser Kühlschrank kühlt jetzt. Das ist noch ein Häubchen hier, wisst ihr ja. Hier drunter, guck mal, sind noch die ganzen Schraubenlöcher. So hat das gesessen. Ja, genau so hat das gesessen. So, mit Tape für 2800 Euro. Und das ist der Kondensator, der war hier drunter. So war das. Hier sind noch die Schraubenlöcher, siehst du hier, Pascal? Hier ist noch das Schraubenloch, da ist das Schraubenloch und da unten ist auch das Schraubenloch. So hat er gesessen. Und dann war das Ding hier drauf. Und jetzt hat Götz den umgebaut. Ich bin froh, dass ich von Kälte sehr viel verstehe. Bin ich echt dem Herrgott dankbar. Das kann ich. So, hier liegt alles. So. Wisst ihr, was ich mit dem Kompressor mache? Ich zeige euch, was ich mit dem Kompressor mache. Ich zeige euch, was ich damit mache. Den halte ich. Die sind teuer, die Steuerung. Die lege ich im Schrank. Und den baue ich nachher aus. Heute Mittag, zack, zack, Leitungen ab, alles raus. Ich nehme die Steuerung mal, Display, Türen. Dann liegt er heute Mittag im Container. Aber trotzdem kühlt er wie die Pest. Und man kann so etwas nicht an Kunden verkaufen. Das geht einfach nicht. Hat einen Kunde hier gelassen, der kühlt auch wieder. Der ist auch fertig. Da habe ich auch einiges gemacht. Den habe ich repariert. Ich muss mal irgendwann, Kinder, hier stehen Kühlschränke. Viele können wirklich Kühlschrank ganz billig mitnehmen. Ich habe noch zwei Fitti-Frigos repariert, general überholt. Ich habe hier noch einen Kühlschrank, da in der Ecke stehen. Da muss man vorbeikommen, muss man sich angucken und einfach mitnehmen und ja, und im Auto einbauen. So, sowas kann man nicht einbauen. Dann muss ich jetzt neue Schilder alles reinmachen. Ja, da brauchst du nie. Und ich nehme den auch so. Und dann guckt einer, ja, hat er mir ja so gegeben. Die Ehrlichkeit fehlt da. Darum ganz klares Nein. Ganz klares Nein. Die gehen auch hier raus. Die Tür musst du, glaube ich, hier auf die Pinne drücken. Hier, ne? Dann kannst du die ganze Tür, die viele haben ja sich beschwert, dass die schon mal rausfällt. Gut. Ich lasse das gleich heute Mittag von den Jungs abbauen. Und dann weg mit dem Kühlschrank. So, dieser Kühlschrank kühlt jetzt sehr gut. Gut, ich gehe da jetzt nicht mit in eine Wärmekammer. Nein, ist euch ja sowieso alles nicht gut genug. Denn in YouTube könnt ihr nur scheißen, unverschämte Kommentare schreiben. Auch bei meinen Kollegen schreiben sie auch unverschämte Kommentare. Aber diese Arschlöcher muss man einfach ignorieren. Sonst hat man einen hohen Blutdruck und das will ich nicht. Ich sage ganz einfach, die Idioten können mich am Arsch lecken. So sieht das aus. So, Pascal. Jetzt gehe ich Kaffee trinken und mein Knoppers essen. Ist 10 Uhr. So, du möchtest das Mikrofon wieder haben? So, ein Kühlschrank, der perfekt kühlt. Guten Morgen. Haben viele gesagt, ich soll mich nicht aufregen. Eigentlich habe ich mich nicht aufgeregt. Ja, so ein bisschen habe ich mich aufgeregt. Aber da sind aber auch so viele Arschlöcher unterwegs. Also, können wir nichts mehr machen. Ne? Das ist, auch die haben Recht, auf unserem Planeten zu sein. Müsst euch das Video genau anschauen, wie der Kühlschrank normal ist, wie der Kühlschrank dann umgebaut ist. Ne? Jetzt haben wir ihn leer, weil er im Schredder geht. Da liegen die Türen, die hebe ich auf. Heute Morgen habe ich die Steuerung ausgebaut, Pascal, die liegt da. Also wir haben hier an dem Kühlschrank haben wir ein Konstruktionsproblem. Ja? Den Kühlschrank im Auto haben massive Probleme. Das kann ich euch alle unterschreiben. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. So, ich habe da einiges geändert. Am Temperatursensor, andere Kältemaschine. Also die Kältemaschine mehr als die doppelte Leistung der BD80 gegen, glaube ich, BD35, also richtig Bums. Dann kriegt man den schon auf die Beine. Aber wenn das heiß wird, kann er noch mal ein bisschen einknicken. Es ist ja heute so, den Test, den ich gemacht habe bei 40 Grad, den haben viele aus einem ganz einfachen Grund. Die Kältemaschinen sind so schlecht eingebaut, die laufen im eigenen Saft. Dann hast du dieses Phänomen.
Was doch mal sehr hochinteressant war, ihr habt gestern gesehen, ich habe einen Kühlschrank gebaut, der tropentauglich ist. Klimaklasse T. Ja, habt ihr ja gesehen. Kein normaler Kühlschrank kann überhaupt noch mithalten. Geht das Ende aus. Sehr, sehr viel. Die Kompressoren sind zu klein und die Kondensatoren sind zu klein. Der Verflüssiger ist viel zu klein. Weil du musst ja eigentlich das Kältemittel wieder runterkühlen. Du musst ja wieder verflüssigen. Schaffen die Kühlschränke nicht, keine Chance. Dann hat man ja mal gestern gesehen, das ist 42 Grad, ihr habt es gesehen, schwarz auf weiß, habt alle gesehen, das ist Datenlogger drin. Würde ich mit unserem Kühlschrank einen 24-Stunden-Test machen, was ich jetzt mal machen werde, auf eine Temperatur irgendwo von 32, 33 Grad, nicht mehr 40, würden wir in der Energieeffizienz Platz 1 sein. Würden die anderen nicht mitkommen. Dass ich gestern ja mehr Strom verbraucht habe, Leute, die ein bisschen was, ja, sag mal das im Kopf haben, ist das immense Hochfahren. Das immense Hochfahren, beide Kältemaschinen, Superkühlung, Superfrost, dann zieht der erstmal. Kommt der Kühlschrank in die Regelungsphase, wobei wir bei 42 Grad schon in der Regelungsphase sein, habt ihr gesehen, das müsst ihr euch mal bitte vorstellen. Es gibt zu diesem Kühlschrank keine Alternative in Europa. Weil ich so gebaut habe, wie ich mir das alles vorgestellt habe. Darum ist der von der Energieeffizienz einem normalen Kühlschrank über 24 Stunden, sind wir mit diesem Kühlschrank anderen Haushoch überlegen. Dann brauchen wir entweder das Gleiche, sag ich mal, bei einer viel besseren Leistung. Und wie gesagt, dann liegen die anderen, würden wir vielleicht auf ein Niveau liegen. Oder wir würden 5% mehr Strom verbrauchen, haben aber eine andere Kühlleistung. Ja, darum ist das, das Hochfahren braucht der meiste Strom. Aber die haben alle versagt. Ich kann mir noch andere Kühlschränke, Tedford und wie die alle sind, kann ich mir alle nehmen. Kommen an der Kühlperformance an diesem Kühlschrank nicht dran. Und wenn das im Sommer richtig, richtig heiß ist und die Sonne steht auf deinem Auto, du hast nur das kleine Gitter, dann kommen wir fast dem nahe, was wir da hinten hatten. Ja, dann ist Ende mit Kühlen. Ja, und hier seht ihr, wie ihr seht, habe ich wieder ausgebaut. Die Sachen habe ich alle ausgebaut, die habe ich alle gestern wieder hochgebracht. Und heute Morgen habe ich die Steuerung noch ausgebaut. Hat gestern gekühlt wie eine Eins, heute ist fertig. Ich baue dir jeden Kühlschrank, ich baue jeden Kühlschrank um, das ist auch nicht das Problem. Und ich habe jetzt einen Kunde, der hat ein ganz teures Auto aus Amerika, der Kühlschrank kostet glaube ich 4.000 Dollar. Und wenn sie dem in ein Flugzeug schicken, kostet er, glaube ich, 7.000 Dollar. Der Kunde hat mich angerufen, da hat schon mal einer geguckt. Und so, soll mal vorbeikommen, gucke ich mir mal an. Kriegen wir auch wieder, dass der kühlt. Ist kein Problem. Und ja, dieser Kühlschrank hat ein ganz großes Problem, ein Konstruktionsproblem. Ja? Alleine war ja das hier. Mit dieser Abluft, das kannst du alles vergessen. Das sind so Ideen und dann hier der Kasten drauf, das kannst du alles vergessen. Gut, müssen die auch alle selber wissen. Ich habe ihn ja nicht gebaut. Nur, was mich doch wundert, nehmen wir mal an, ich hätte den jetzt gebaut und dann sage ich, toller Kühlschrank, dann muss ich das doch merken in meiner eigenen Produktion. Ich baue jetzt 3, 4 Stück, dann teste ich die, dann sage ich, Herr Stopp, hier habe ich ein Problem. Dann kann ich die doch nicht in den Markt bringen. Weil ich sehe ja, ich habe was gebaut, was nicht funktioniert, muss ich ändern. Geht immer noch nicht richtig und geht immer noch nicht richtig. Aber ich kann den Kühlschrank doch nicht bauen und dann alle in den Markt bringen. Und die Leute haben alle Scheiße. Das kann ich nicht verstehen. Jeder hat mal irgendeinen Mist. Da bin ich auch dabei. Aber da muss ich doch sofort abstellen und ändern. Das kann ich nicht so verstehen. Also wenn ich den jetzt gebaut hätte und der kühlt nicht, da hätte ich immer Lack gegeben, dass das geändert wird. Wobei der Verdampfer im Froster und im Kühlschrank der größte Verdampfer ist, der je in einem Kühlschrank eingebaut wurde. So einen großen Verdampfer, ich habe das mal zu Hause kontrolliert, der ist noch etwas größer wie bei mir zu Hause in meinem Siemens-Kühlschrank. So, liebe Camper, einmal Schredder bitte. Und das macht man gar nicht mehr. Das ist vorbei hier. Jetzt musst du auch aufpassen, wenn du nach Hause kommst, Urlaub, du machst den aus, lasse ganz lange bitte die Türe aufstehen. Lange. Dahinter, wenn dahinter nicht trocknet, schimmelt das. Ich habe dieses Ding abgebaut, wo die Leitpaste hinter ist, bei Kunden, mal im Sommer schon 2, 3, 4 Jahre her, habe ich das Ding abgebaut. Das war total grün. Ich habe dem Kunde das gezeigt. Ich musste den ganzen Schimmel abkratzen.
Darum gehört eine Verdampferplatte hinterm Schaum. Eine Verdampferplatte gehört hinterm Schaum. Wir haben den Verdampfer innen sitzen, aber wir trocknen den, wenn wirklich ein Kunde lange gefahren ist, über unseren Ventilator. Ne? Das ist, hab ich ja im Video alles erklärt. Und diese Dinger nehmen anders auf. Es kommt ja auf die Anordnung an. Wir sind ja so ein Stück von der Wand weg. So sieht's aus. Liebe Camper, hier haben wir ein großes Konstruktionsproblem.